Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Hallo Wolf, hallo allerseits. Ich habe mich schon auf dieses Spiel gefreut. So wird die Aufstellung der beiden Teams aussehen. Wir stehen also kurz vor dem Anstoß. Sag uns doch kurz was zum anstehenden Spiel, Hansi. Also es könnte ein richtig großes Spiel werden. Schon deswegen, weil beide Mannschaften eine Menge hochkarätige Spieler in ihren Reihen haben. Eine einzige Chance könnte in dieser Begegnung der fast perfekten Abwehrreihen schon entscheidend sein. Das Spiel läuft. Sehr gutes Timing im Zweikampf. Weit nach vorne gegeben. Muss den Ball nach vorne bringen. Lars Bender. Lars Bender. Gut gemacht, gut verteidigt. Jetzt sind sie im Ballbesitz. Er steckt ihn durch. Er kriegt den Ball. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Jetzt aber. Da wartet er viel zu lang. Ja, definitiv. Das ist eine Konterchance und sie müssen es einfach schneller lösen. Da steht er völlig blank vor dem Kasten. Und das in der Frühphase dieser Partie. Man möchte der Abwehr zurufen. Es reicht nicht aufzustehen. Ihr müsst auch wach werden. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Sie könnten es auch spielerisch lösen, könnten versuchen, bis vor das Tor zu kommen. Sie versuchen es eher aus dem Rückraum. Mats Hummels, Marcel Schmelzer. Herrlich anzusehen. Da hat er den Überblick. Und da ist einer und der Audi raus. Das ist die Möglichkeit. Der geht nicht rein. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Das wird ein Einwurf. Er schlägt ihn rein. Und der Keeper sagt Danke. In der ersten Hälfte sind jetzt 15 Minuten vorbei. Nein, der kommt nicht durch. Der Ball geht über die Torauslinie. Lars Bender. Ah, da gibt es vielleicht die Chance zu flanken. Und er findet den Adressaten. Ins Ausgeklärt, es geht Eckball. Flanke nach innen. Ui, das ist sehr kreativ. Er ist nicht im Abseits. Mario Götze. Jetzt kann er es probieren. Ja, und er verliert ihn. Geblockt. In der Situation braucht er einfach zu lang.
Also an ihrer Stelle würde ich doch mal versuchen, relativ schnell in den nächsten Gang zu schalten. Das tun sie einfach nicht. Kein Glück in der Situation. Der Verteidiger klebt praktisch an ihm und er kommt trotzdem zum Schuss. Mats Hummels. Marcel Schmelzer. Marcel Schmelzer. Und er haut ihn hinten raus. Versucht die Gasse zu finden. Jetzt ist er drin. Und es steht 1:0. Das schaltet er am schnellsten. Das große Durcheinander da hinten. Und dann muss man ganz schön schnell und auch hellwach sein, um das ausnutzen zu können. Neuer Spielstand 1:0. Sie führen, sie sind im Vorteil und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Mats Hummels. Lars Bender. Er bekommt den Pass in guter Position. Durch die Abwehr. Abgefangen. Sie versuchen es, sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. Fünf Minuten bis zur Pause. Der Rückstand beträgt nach wie vor ein Tor. Und bitte! Gefahr vorbei, es ist nochmal gut gegangen. Und rüber zur langen Ecke. Lars Bender. Er geht zum Torhüter. Und weg ist der Ball. Für diese Aktion muss es Freistoß geben. Er versucht ihn da durchzuspielen. Da ertönt der Pfiff. Halbzeit. In so einer Begegnung hat man nun mal nicht viele Chancen. Deshalb ist es wichtig, die wenigen zu nutzen. Das hat ja einmal ganz gut geklappt. Es steht also 1:0 zu Beginn des zweiten Durchgangs. Schwaches Zweikampfverhalten. Freistoß. Wird das direkt versuchen? Da ist er dran. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Der kommt wunderbar durch. Ja, ein ordentlicher Versuch. Die Formel lautet, flach zum Erfolg. Die Formel ist in dieser Situation nicht aufgegangen. Da hätte er wirklich noch was für seine Torstatistik tun können. Er wühlt, er rackert, er glaubt immer an seine Chance. Und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Lukas Piszczek. Hier ist Sackgasse. Versucht die Gasse zu finden. Flanke kommt nicht durch. Eine
muss der Ball besser kommen. Lars Bender. Gefährlich abgefälscht. Langer Ball in den freien Raum. Das sieht nicht überzeugend aus, dieser Versuch, den Ball nach draußen zu spielen. Aber die Idee ist trotzdem okay. Mario Götze. Lars Bender. Saubere Annahme. Katletz. Lars Bender. Nee, so wird das nichts. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Typischer Fall von ab durch die Mitte, typischer Fall von mit dem Kopf durch die Wand. Das kann interessant werden. Da müssen sie eigentlich mehr draus machen. Konter bedeutet ja eigentlich schneller Gegenstoß, aber von schnell ist hier beim besten Willen nichts zu sehen. Das ist eine gute Chance. Gefahr gebannt. Er bringt die Flanke. Die Flanke ist keine Gefahr. Unfaire Attacke, Freistoß. Er schlägt ihn ein. So zieht man die Abwehr auseinander. Da versucht er sein Glück. Kurz und bündig, Chance vertan. Das war die Chance, hier die Führung auszubauen. Das hätte Sicherheit gegeben, aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht. Lars Bender. Nach außen in den freien Raum. Gut mitgespielt vom Verteidiger, so kommt der Ball nicht durch und es gibt nur Ecke. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Gut abgefangen. Lewandowski. Lars Bender. Das ist guter Fußball. Noch 15 Minuten zu gehen. Die Situation ist bereinigt. Mario Götze. Lewandowski. Versucht weiterzukommen. Er bekommt den Pass in guter Position. Lukas Piszczek. Da ist das Ding. Gut gehalten vom Torhüter. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Er schlägt ihn in die Mitte. Sie liegen vorne. Die haben den Sieg in den Händen, aber sie müssen jetzt ganz cool und ganz locker bleiben. Da ist er dran. Jetzt hat er Platz. Was macht er? Flanke wäre eine Option. Das Gedeckstoß. Er kommt noch mit dem Kopf an den Ball. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht belohnt. Da kommt er mit viel Dynamik aus dem Rückraum. Keiner hat ihn auf der Uhr.
Und dann der schöne Flugkopfball, der allerdings nicht mit einem Tor belohnt wird. So geht schnelles Kurzpassspiel. Marcel Schmelzer. Den hat er. Jetzt eventuell der Gegenstoß. Gute Schussposition. Können Sie aus dieser Ecke noch was machen? Jetzt der Abschluss. Da ist es passiert. Ist es das gewesen? Top Zusammenspiel und am Ende ein richtig schöner Treffer. Das ist Spielverständnis, das ist Kombinationsfreude, das ist ein sensationell herausgespieltes Tor. Ja, das war's. Der Unparteiische beendet diese Partie. Sie haben das Spiel in nahezu jeder Phase beherrscht. Insofern ist das Ergebnis die logische Folge. Wir verabschieden uns. Hansi, was?